Ja, hallo. Freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Wir sind beim nächsten Teil unserer Staffel Wer ist Florian Posch? Wer ist der Mann hinter Posch Cycling? Und wer ist die Seele, die wir hier ganz in der Tiefe ergründet haben? Heute möchte ich euch einen ganz neuen Blickwinkel geben. Und zwar aus der Zeit, wo der Flo auf Zypern war. Und ich habe da mit einem Mann gesprochen, mit dem Herrn Bodo Löhe. Danke, lieber Bodo, an dieser Stelle, dass du die Zeit dafür genommen hast, dich mit mir über den Flo näher zu unterhalten. Es hat mir über den Florian ganz neue Facetten und neue Sichtweisen auch gezeigt oder gegeben aus dem Gespräch heraus, was wieder für mich immer recht spannend war, weil ich ihn ja so auch nicht kenne. Aber wir gehen jetzt einmal ganz tief in die Zeit, wo der Flo auf Zypern war. Flo, bist du? Dürfen wir das dann senden? Ich glaube schon. Also ich weiß es nicht. Schauen wir dann einfach mal. Wenn es zu viel ist, dann müssen wir halt ein bisschen was rausschneiden. Ich meine, das, was er bringt. Wir gehen jetzt einfach mal in Medias Res und ich spiele jetzt einfach mal das Intro von Bodo vor, was er so über dich gesagt hat. In Deutschland halt wohne und er damals auf Zypern gelebt hat. Man hat sich ja selten gesehen, gar keine Frage. Also ich denke, dass ich innerhalb von 4 Jahren 3-mal da war. Das würde ich schätzen. Und er war halt als Radguide da und es war sein Grundverhalten in der Orga-Struktur von Zypern Bike, wo es gewiss Dinge gab von seinem Vorgesetzten, also jemand, der das aus Deutschland meinte, steuern zu müssen, ohne Ahnung zu haben. Und er hatte mit Flo mit Sicherheit einen, der da schon wusste, wie man das organisiert, wie man das auch verkaufen kann. Mhm. Und das hat er halt durchgezogen, gegen den Strom, das muss man schon sagen. Unfassbar gute Ansprache, sehr direkt, das muss man natürlich mögen. Ich mag das, also von daher war das für mich eine unfassbar gute Ansprache. Und dann haben wir einfach wahnsinnig viel Blödsinn abends im Hotel gemacht. Jetzt, bevor der Blödsinn kommt, was für mich jetzt ganz spannend war, was ich nicht gewusst habe, ist, dass du im Prinzip vor Ort alles selbst organisiert und selbst gemacht hast. Also es war schon eine Firma aus Deutschland, die das irgendwie gelenkt oder gesteuert hat, aber die Verantwortung hattest du in Zypern. Vielleicht hast du uns kurz einmal erklärst, was war denn da überhaupt der Job oder was hast du da konkret gemacht eigentlich, von dem er jetzt da spricht? Naja, ich bin in das Ganze mal hineingewachsen. Also ursprünglich bin ich einmal dorthin gekommen als kannst uns nicht einmal aushelfen, wir brauchen da einen Guide. Ich habe gerade pfeifersche Drüsenfieber hinter mir gehabt, habe gerade wieder zum Radfahren angefangen, ein bisschen zum Trainieren angefangen, habe aber auch nicht gewusst, wo es hingeht. Und beruflich habe ich damals ein bisschen an Tapetenwechsel gebraucht, das heißt, ich habe eigentlich zum Radfahren aufgehört, bin dann nach Innsbruck ausgewandert und habe dort bei einem Geschäft gearbeitet, was ja eher so Ausbeutermoral gehabt hat und ich habe mir dort halt auch nicht alles gefallen lassen und dann war halt irgendwann einmal im Jänner Zeitpunkt, Jahreswechsel, wo einige Überstunden auf einmal weg waren und mir gesagt worden ist, naja, neues Jahr, neues Glück und gefühlt am nächsten Tag oder am selben Tag noch hat mir ein Freund angerufen und gesagt, du willst nicht nach Zypern kommen, Guide, ein bisschen Mechaniker, die Leute herum, denen die Gegend in Zypern zu zeigen, ja, so Touren, geführte Touren halt vorzubereiten und umzusetzen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, schau ich mir halt einmal an, ich habe ja nichts zum Verlieren. Und habe dann in Innsbruck aufgehört, meine Zelte abgebrochen und bin nach Zypern geflogen. Geplant wären gewesen, glaube ich, einmal 6 Wochen. Und ich bin dort angekommen. Hab nichts gewusst von Zypern, gar nichts. Also nicht einmal, dass dort Linksverkehr ist. Ich bin einmal aus dem Flughafen raus abgeholt worden, ins Auto gleich mal auf der verkehrten Seite eingestiegen und habe mich dort wirklich hineingearbeitet, hineingelebt und habe einmal 2 Wochen allein in einem Hotel verbracht und bin einfach nur jeden Tag Radfahren gegangen. Das heißt, ich habe mir dort einmal die Gegebenheiten angeschaut, wo kann man mit Touristen oder beziehungsweise Radsportlern hinfahren, was kann man denen bieten? Haben wir einfach einmal ein Bild gemacht von den Gegebenheiten dort
Und dann war eigentlich kurz ein Break, bin wieder zurückgegangen nach Österreich für ein paar Monate und bin wieder angerufen, ob ich nicht wiederkommen möchte. Dann in ein anderes Hotel. Damals war es das Aldiana und dort war eigentlich die fixe Bike-Station. Okay. Das habe ich aber dann, habe ich auch zugesagt, da bin ich dann im Herbst noch einmal hingefahren und da bin ich dann nicht mehr weggegangen von dort. Also es sind dann 3 Jahre draus geworden und wir haben, ich glaube, 20 Rennräder gehabt zum Vermieten und 5 unterschiedliche Touren, die angeboten worden sind. Und das habe ich halt sukzessive mal erweitert, aufgebaut. Und irgendwann in dem Zeitraum dann, wo ich dann schon auch ein Selbstbewusstsein aufgebaut habe und gewusst habe, was mit wem ich was machen kann, wie herausfordernd die unterschiedlichen Touren sind, ist dann der Bodo mal aufgetaucht. Der hat da ein ziemliches Tief gehabt. Der war unzufrieden mit dem Eingekesselten in dem Hotel zu sein, also in so einem Block einfach drinnen zu sein und nicht rauszukommen. Und seine damalige Freundin hat dann eine Rennradtour bei mir gebucht und hat ihm halt einfach nicht mehr mitgeschickt. Und sonderlich motiviert war er nicht. Also, aber er hat es gemacht, er ist dann mitgefahren, er hat auch seine Radlsachen mitgehabt. Und dann ist er rausgekommen aus dieser Ära. Er hat die Insel ein bisschen kennengelernt und natürlich auch mich. Ich habe da die Gruppe geführt, ich habe die geleitet und habe da versucht, die einfach zusammenzuhalten und ein bisschen an Spaß auch reinzubringen. Und das dürfte mir eigentlich recht gefallen haben. Der ist richtig aufgetaut, dass er dann wieder gebucht hat. Und da war er wieder mit dabei. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und dann hat er mich noch zweimal oder mindestens einmal noch besucht. Und der Kontakt ist halt nicht abgerissen. Der ist bis heute aufrecht. Zwar nicht täglich, eh klar, aber wir sehen uns schon immer wieder mal. Und das letzte Mal, wie wir uns gesehen haben, war eigentlich, wie dann mit Michi Weiß in Büttgen auf der Radrennbahn war, habe ihn natürlich in Köln auch besucht. Und Jetzt hören wir uns einmal an, was er sagt, als er dich mehrmals in Zypern besucht hat, was da jetzt kommt. jetzt muss man nochmal entriegeln. Selbstverständlich machen wir. Unfassbar gute Ansprache, sehr direkt, das muss man natürlich mögen. Ich mag das, also von daher war das für mich eine unfassbar gute Ansprache. Ja, und dann haben wir einfach wahnsinnig viel Blödsinn abends im Hotel gemacht. Ich war, Das ist ich jetzt glaube, die spannend. das Blödsinn erste abends im Mal. Hotel, da gibt es sicher was. Bitte? Blödsinn abends im Hotel klingt gut. Lass uns da mal einsteigen. Ja, ich habe halt, ich komme aus der Gastro im Ursprung, war Okay. ich zwar schon lange nicht mehr, aber ich habe 17 Jahre Gastro und Hotel gemacht. Und wenn ich irgendwo sitze, an einer Bar oder in einem Restaurant oder so, dann sehe ich halt immer verdammt viel. Und das kann man auch nicht so gut ablegen, das hat man halt in sich drin, ne? Und wenn wir dann da in der Bar saßen, und da gab es einen ganz wichtigen F&B-Manager, also jemanden, der da verantwortlich ist für den ganzen Food- und Beverage-Bereich. Okay. Und das war halt so ein richtiger Schönläufer. Also der konnte nichts, der sah einfach nur gut aus und wollte da irgendwelche Frauen klar machen. Okay. Und ja, den haben wir halt immer verarscht, das muss ich schon sagen, ne? Weil Okay. alles, was er gemacht hat, konnte ich halt kommentieren. Warum das jetzt halt besser anders gemacht hätte oder so. Und den haben wir halt einfach aufs Korn genommen. Wirklich. Und Flo hat es auch mitgemacht, obwohl er ja da geblieben ist. Also er hat ihn ja auch fortlaufend jeden Tag gesehen. Mir war es scheißegal. Ich war, weiß ich nicht, 3 Wochen später weg. Also mir war das sowieso wurscht. Ja. Bitte mal stoppen. Also, muss der trickeln. Also, was ich jetzt recht spannend gefunden habe, ist, was er sagt, es war dir einfach scheißegal. Ja? Also, er hat gesagt, er war ja nur auf Urlaub da, aber du hast ja mit den Leuten im Hotel weiterarbeiten müssen. Aber ich glaube, es ist auch etwas, was dich auszeichnet. Du bist halt einfach sehr direkt und sehr authentisch. Ja? Es ist dir dann wirklich scheißegal. Ja, ich habe mir nicht wirklich überall und immer Freunde gemacht, dort natürlich auch nicht. Ich glaube, ich habe auch ganz klar mal getrennt von jemandem, der mit mir gut kann oder mit dem ich gut kann oder halt auch nicht. Und wenn wer mit mir nicht gut kann, der hat es halt auch nicht immer leicht gehabt. Das mag schon sein. In dem Fall
bin ich da sicherlich nicht am längeren Ast gesessen. Es war aber trotzdem, mir war es, so wie du sagst, mir war es egal. Ja. Das hat auch was mit einer gewissen Gerechtigkeit zu tun gehabt, wie der mit anderen Leuten umgegangen ist, wie der mit uns umgegangen ist. Es war halt, ja, egal. Das hat er sich schon verdient gehabt. Okay, wollen wir das einmal so stehen lassen? Auf jeden Fall zur allgemeinen Unterhaltung hast du hier beigetragen. Bitte weiterspielen. Auch danach in der Zeit, wo er in Wien war, beim Bernhard Kohl im Laden, er lässt sich halt nicht verbiegen. Also er ist überzeugt von, ob das Produkte sind in seinem beruflichen Leben, ob das Zusammensetzung von Komponenten ist oder ob das Menschen sind. Also das war für mich immer etwas sehr, sehr Entscheidendes. Und da habe ich auch auf ihn gehört, muss ich sagen. Ja, wenn ich der Meinung war, weiß ich nicht, ich möchte eine Campagnolo-Schallgruppe haben und er hat gesagt, scheiß da drauf, das muss eine Shimano sein, weil, dann habe ich ihm das schon geglaubt. Das war total überzeugend. Das fand ich jetzt extrem wichtig. Kannst du bitte stoppen? Also, das ist jetzt für mich jetzt ganz ein interessanter und wichtiger Punkt. Das kann ich aber selbst nur bestätigen, weil ein bisschen kenne ich dich ja auch schon. Er sagt, dass du sehr, sehr authentisch direkt bist und hinter dem stehst. Du bist einfach so, wie du bist. Ja, man kann das wollen, wenn man damit ein Problem hat, so wie sie, dann ist es natürlich schwierig. Ja? Aber ich denke, um den Bogen zum Spannen jetzt auch über dich und um dein Geschäft und alles, was du machst mit den Kunden, ich glaube, dass man sich auf diese Reise einlassen muss. Ja? Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dass es einen Riesen-Benefit bringt, wenn man dadurch weiterkommt. Ja. Ich glaube, es ist gerade wichtig in der heutigen Zeit, dass man einfach wirklich mal sagt, okay, so und so ist es einfach. Ja. Und ich kaufe bei dir nicht nur ein Rad ein, sondern ich kaufe Erfahrung, Wissen ein und du verkaufst mir keinen Scheiß. Direkt gesagt, so wie er es jetzt das gesagt hat. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was dich ausmacht. Siehst du das anders oder ist dir das? Ja, du hast schon vollkommen recht und er hat da auch vollkommen recht, das stimmt. Ich möchte halt schon immer das Beste. Das Beste ist aber dann das, was ich natürlich am besten finde und mit dem ich am besten zurechtkomme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Conti-Reifen super finde, dann gibt es vielleicht andere Fahrer, die anderes Vertrauen oder anderes Gefühl haben, die mit einem anderen Reifen besser zurechtkommen. Das mag schon sein. Und gerade damals war halt Shimano oder Campagnolo, da hat man Campagnolo auch noch wirklich fahren können. Da ist es noch um mechanische Schaltung gegangen und Seilzugschaltungen. Da war das Ganze noch nicht elektronisch. War ich trotzdem schon überzeugter Shimano-Fan und habe das halt auch gelebt und ausgestrahlt und da ist halt auch aufgesprungen drauf. Und er ist ja nicht, er ist ja dann nicht enttäuscht worden. Also es hat ja, es funktioniert ja. Shimano montiere ich und die funktioniert. Und das ist jetzt halt ganz anders. Ja. Jetzt ist Campagnolo halt so gut wie nicht mehr vertreten auf dem Markt. Jetzt gibt es halt dafür SRAM, die sind ganz stark in den Markt eingestiegen und haben halt auch ein bisschen andere Philosophie als Shimano. Und es hat sich bei mir da halt auch nichts verändert. Also, aber ich glaube, das hat bei mir auch ein bisschen was mit Loyalität zu tun. Ja. Dass ich wenn ich einmal von jemandem überzeugt bin oder von einem Material überzeugt bin, dass der auch immer wieder Chancen bekommt oder dass ich die Entwicklung mit denen halt auch weitergehe und selbst wenn die vielleicht einmal irgendwo ein bisschen stehen bleiben oder hinten nachhinken, weiß ich, ich habe denen schon einen langen Zeitraum mich auf das Material verlassen können und die werden sich schon wieder anpassen oder beziehungsweise wird der nächste Entwicklungsschritt schon wieder kommen. Ich glaube auch, das ist jetzt, wenn ich jetzt da kurz einhaken darf, ist ja der Markt trotzdem per se, also es gibt einfach viele Anbieter, ja? Und Kunden wissen oftmals nicht, was jetzt für sie das Richtige ist und was für sie das Beste ist. Und ich glaube, das ist auch ein USP von dir, also ein Mehrwert, wenn man zu dir kommt, dass du individuell für mich das beste Paket aussuchst. Das hat ja einen Grund. Ja? Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, was der Bodo eben auch vorhin gemeint hat. Dir zu vertrauen, es hat einen Grund, warum du was auswählst, weil du da diese Erfahrung und die Expertise auch Ja, hast. das ganz bestimmt, ja.
Also da ganz sicher, deswegen sage ich, er ist sicher nicht enttäuscht gewesen nachher. Auch wenn er vielleicht von seinem Campagnolo-Wunsch wieder zurück auf Shimano gegangen ist und dann aber trotzdem auch zufrieden war. Da bin ich überzeugt davon, dass er da zufrieden war damit dann. Und das ist halt jetzt auch noch so. Ja, natürlich, in erster Linie muss er dann das, was montiert wird, muss einfach funktionieren. Und wenn es da irgendwo Kleinigkeiten gibt, die vielleicht nicht so ganz gut funktionieren oder was anderes besser, dann greife ich halt zu dem, was besser funktioniert. Das ist absolut logisch, weil vor allem es ist ja auch oftmals so, natürlich gibt es viele Produkte am Markt, ja, um nochmal auf das zu kommen, nur hat die Person per se ja nicht jetzt ich sag's jetzt mal so, die Erfahrungswerte, die du hast, dafür sich das Richtige zu holen. Ja? Und ich glaube, es geht viel in der heutigen Zeit viel mehr darum, das Richtige auszuwählen, nämlich damit man glücklich und zufrieden ist mit dem, auch im Sport, den man da macht, weil es ist ja auch die freie Zeit, die bleibt und das soll man ja Spaß dran haben. Ja? Also das, was gerade was Material momentan betrifft oder heutzutage betrifft, es ist einfach so viel Unterschiedliches. Ja. Es gibt so viel unterschiedliche Hersteller und jeder hat das Beste oder jeder behauptet, das Beste zu haben. Und ich glaube schon, dass ich da für viele ein gewisser Filter auch dafür bin, der sie dann überall ein bisschen was rauspickt. Und ich meine, ich bin ein Einzelunternehmer, ich habe ein kleines Geschäft. So viel Auswahl habe ich halt nicht. Und da muss ich mal halt auch das für mich Beste raussuchen, was halt auch am besten funktioniert. Was aber eigentlich ein Riesenvorteil ist für deine Kunden, wenn man es jetzt so hernimmt. Ja, der muss das nicht filtern, das mache ich für ihn, ja. Wir gehen weiter. Kommen zu den nächsten Vorteilen. Muss man nochmal entriegeln, bitte. Natürlich, selbstverständlich. Ja, der kann halt, also das, weißt du, gehst in ein Geschäft und du hast eine Vorstellung und dann sagt dir ein Verkäufer einfach, ja, nee, geht nicht. So, wenn du bei Flo bist, und er hat halt Bock auf dich, das muss man schon sagen, das ist menschenabhängig bei ihm, dann erklärt er dir, warum das so besser ist, wenn du das anders machst. Und wenn du dich darauf einlässt, dann ist es ein unglaublich wertvolles Gespräch, eigentlich für beide. Bitte mal stoppen. Was meint er damit? Das ist für mich jetzt ganz, ganz spannend. Du hast Bock auf jemanden oder auf keinen, niemanden Bock. Wie ist das gemeint? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig jetzt auch für unsere Zuseher, die sich dieses Video ansehen. Wenn man zu dir kommt, wie erreicht man den Bock bei dir? Ich glaube, er meint das, was ich eh schon einmal erwähnt habe, auch, dass ich muss irgendwo auch das Feuer vom Gegenüber fühlen. Wenn ich merke, der will das, der möchte jetzt in Radsport einsteigen oder der möchte ein neues Rad haben und hat die und die Ziele und möchte sich da und dort weiterentwickeln, dann glaube ich, ist meine Motivation auch geweckt. Ja. Also wie wenn jemand herkommt und sagt, ja, ich möchte jetzt einmal Rad fahren. Emotionslos. Aber es ist auch wichtig, ja, weil das noch einmal, diese Videoreihe dient ja auch dazu, ganz klar, faktisch einfach mal die Wahrheit zu präsentieren. Ne? Und es ist nicht jeder Kunde für dich geeignet. Ist einfach so. Es muss auch nicht jeder dein Kunde sein. Ja? Wenn das jemand ist, wenn ich jetzt mir das erlauben darf, wenn das jemand ist, der einfach irgendein Rad haben will und ein bisschen im Kreis fährt und sich aber sonst das Ganze so ein bisschen so seelenlos betreibt, ist das für dich auch der falsche Kunde. Kann man das so sagen? Der falsche Kunde würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber er wird vielleicht sehr, sehr viel Mehrwert nicht mitgeliefert bekommen. Vielleicht kann man das so ausdrücken, weil. Oder vielleicht kriegt man einen durch dich, also um jetzt das von einer anderen Perspektive zu betrachten, vielleicht kriegt man bei dir auch als jemand, der überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat, einen anderen Blickwinkel auf die Sache, wie toll das eigentlich sein kann, wenn man sich damit wirklich auf diese Reise einlässt mit dir. Das wiederum, das ist aber dann wieder kein Kunde. Ich komme rein, will Rat haben und gehe wieder raus. Das ist Das ist korrekt. halt dann, weil das beinhaltet einfach ein bisschen einen Prozess. Da ist wieder wahrscheinlich viel Vertrauen notwendig, Vertrauen zu mir, weil ich glaube, man kann in viele Geschäften gehen und man wird in drei verschiedenen Geschäften drei verschiedene Meinungen über Material oder über Radl oder keine Ahnung, Textil oder sonst irgendwas einmal erfahren.
da gehört dann schon irgendwo auch ein Grundvertrauen von dem Kunden zu mir, dass der sich, so wie du sagst, auf das halt einlässt. Und das kann oft einmal auch ein Prozess sein. Das passiert nicht jedes Mal in der ersten Minute, wenn jemand reinkommt. Aber ist das nicht schön eigentlich in der heutigen Zeit, wenn so viel, wir sind alle überschwemmt mit so vielen Produkten, dann ist ja eigentlich genau das der richtige Weg, wo man eigentlich hin will. Ja? Weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, wir haben alles, was wir brauchen. Ne? Aber das ist etwas, wo ich sage, okay, das ist etwas, wo ich einen Filter, so wie du vorher gesagt hast, einen Filter bekomme, nämlich von einer Auswahl von Produkten, von wahren Produkten, die wirklich was bringen. Ja? Und das andere, du individualisierst für die Person. Aber die muss sich darauf einlassen. Ich glaube, das ist auch das, was der Bodo gemeint hat. Das glaube ich auch, ja. Aber wie gesagt, das ist halt oft einmal ein Prozess, war beim Bodo auch ein Prozess. Wir haben uns ja auch erst kennenlernen müssen. Der hat ja auch erst irgendwo ein Vertrauen zu mir aufbauen müssen, damit er mir dann überhaupt das, am ersten Tag, wenn ich ihm gesagt hätte, nimm das und nicht das, hätte er das wahrscheinlich auch hinterfragt und hätte mir da nicht das Vertrauen geschenkt. Ja. Das ist halt auch über einen längeren Zeitraum entstanden. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir noch an, was er abschließend noch über dich zu sagen hat. Das fand ich jetzt toll, alles, was du gesagt hast. Das würde ich jetzt eins zu eins so übernehmen. Und weil das so den Charakter von ihm sehr, sehr gut beschreibt. Finde ich gut. Genau. Also ich glaube, zu Flo geht man als Radelkunde am besten ohne Vorstellungen und lässt sich da einfach mal drauf ein. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Weil umso mehr Vorstellungen ich habe im Kopf, umso unflexibler bin ich. Also in der Regel ist das bei Menschen so. Ja, klar. Auf jeden Fall. Du kannst gerne stoppen. Er hat es nochmal ganz kurz beschrieben, wer eigentlich derjenige oder diejenige sein soll, der zu dir kommt. Teilst du diese Meinung? Würdest du das revidieren oder erweitern? Ich würde es erweitern. Ja, natürlich trifft er da ein Kundenklientel, das sicher darauf zutrifft. Aber wenn jemand auch klare Vorstellungen hat, was er möchte, versuche ich das trotzdem auch umzusetzen. Ja, also, wenn es jetzt da um irgendwelche Marken geht, die ich einfach nicht führe, dann wird es halt schwierig. Aber wenn es prinzipiell einmal um Vorstellungen geht, was will er erreichen, was hat er vor, was für Ziele hat er sich gesetzt, das hilft mir in der Beratung ja trotzdem weiter, weil dann kann ich mir schon mal ein bisschen ein Bild machen über denjenigen. Absolut. Geht's weiter? Ja. Bodo, du hast mir jetzt gerade sehr geholfen. Du hast ja, auch und er verkauft auch keinen Scheiß. Ne? Also, er würde niemals Ramsch verkaufen. Niemals. Nee, auch nicht. Also, er hat, also, was ich jetzt gerade so bemerke, in ja, der den geilen Entwicklung, ist ja so, jedes Unternehmen macht ja auch Entwicklungen durch, so wie der Mensch. Ja, und im besten Fall wächst das Ganze. Und ich habe ihm immer gesagt, schau mal, es ist so wichtig, dass du weggehst von dem Denken, dass du nur Produkte verkaufen musst, sondern dein Wissen ist das, was das meiste wert ist. Und das ja. ist das, was du verkaufen sollst, nämlich die Beratung und die Entwicklung von Hobbysportlern oder von semi-professionellen Sportlern oder von mir aus von Triathleten. Aber die müssen Feuer haben und Begeisterung dafür, sich von dir in den Prozess begleiten zu lassen, und du musst sie auch ein wenig entwickeln. Und dass da Produkt-Know-how dazukommt, das ist schon klar, aber im Endeffekt geht es ja. viel mehr um ein individuelles Konzept. Ob das jetzt ein ja, und es geht um Authentizität. Also er ist nur einer der wenigen Menschen, die authentisch sind. Das stimmt. Flo ist Flo. Punkt. Flo ist einfach Flo, ja. Und ich glaube, er hat das perfekt auf den Punkt gebracht, nämlich ohne, dass ich ihm irgendwas im Vorfeld gesagt habe. Er wusste davor nichts. Ja? Also ich habe ihn einfach mit ihm gesprochen, wie du gesehen hast. Das war so spontan und so intuitiv wie jetzt mit dir. Und er hat eigentlich genau das, und das ist mir jetzt ganz wichtig gewesen, weil ich ja mit dir jetzt dieses Interview oder diese Interviews, diese Serie geführt habe, und mir auch für die Zuseher, die einen Mehrwert davon haben sollen. Er hat im Prinzip das gesagt, was dich ausmacht. Und das ist ziemlich genau am Punkt gebracht. Ja? Er hat gesagt, dieser Prozess mit dir zum Arbeiten, es ist eine spannende Reise, man muss sich darauf einlassen, du hast Ecken und Kanten, du hast einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, du gibst aber jedem das, was er braucht, aber auch wenn es hart ist, muss man jetzt auch sagen, ja, man muss das wollen, und du wirst nichts schönreden. Aber du kriegst ein Gesamtpaket für den Radsport. Und Maß.
Bitte? Ein Gesamtpaket auf Maß eigentlich. Ne? Richtig. Und das ist genau das, warum ich eigentlich zu dir, warum man eigentlich zu dir kommen soll. Ja, wenn es macht halt einfach viel mehr Spaß, wenn man was angepasst bekommt. Ne? Und wenn man was Maßangefertigtes unter sich bewegen kann. Man steigt ja auch nicht ins Auto ein und fährt einfach. Ja? Da richtet man sich auch zuerst einmal den Sitz einmal. Ich meine, es ist jetzt ein nettes Beispiel, weil du ja jetzt das Auto eigentlich oder in dem Fall das Rad auch so schon zusammenstellst, was in der heutigen Zeit beim Auto ja gar nicht möglich ist. Ja? Ja. Aber beim Radl geht's. Das Auto wird halt einmal konfiguriert, da geht man halt einmal und sagt, ich möchte elektrische Scheibenheber, ich möchte Navi drin, die und die Zusätze. Das ist halt Konfiguration, ja. Aber nachher dann, dass ich mich reinsetze, muss ich mir ja trotzdem einmal anpassen. Ich kann ja nicht einfach den Sitz ganz zurückschieben, komme nicht einmal zu den Pedale runter. Ne? Da kann ich halt auf dem Rad auch nicht aufsteigen. Wenn du es jetzt so abschließend runterbrichst, ja, könntest du es ja eigentlich auf drei Säulen aufbauen. Egal, ob du jetzt absoluter Neueinsteiger bist in dem Radsport, egal, ob du jetzt schon Erfahrungen hast oder so ein semiprofessioneller Sportler bist, Triathlet oder Profi-Radsportler, im Endeffekt, Bosch Cycling basiert eigentlich auf drei Säulen. Als erstes einmal auf Mensch, als zweites auf dem Equipment und als drittes vor allem auf deine Erfahrung, was jetzt die Produkte anbelangt, was jetzt die Technik anbelangt, diese Einstellungen anbelangt, aber auch diese Entwicklung des Menschen. Und das bekomme ich eigentlich von dir. Du meinst die Entwicklung, wie er sich dann mit dem Rad oder mit dem Korrekt. Material weiterentwickelt? Genau. Ja. Also, wenn man nach einem Kauf von einem Rad noch in Kontakt bleibt und bei diversen Aktivitäten mitmacht, dann schon, ja. Würde ich schon so sagen. Dann sage ich einmal danke, Flo, für den Mehrwert an der Gesellschaft, was den Radsport anbelangt, für die Entwicklung. Und wenn ihr beim Flo kauft oder mit dem Flo zusammenarbeitet, er ist ehrlich und direkt und authentisch, man muss es wollen, aber ihr bekommt was für euer Geld. In dem Sinne, alles Liebe, ciao, baba. Okay, ciao. Was?